Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video im Sulong zu Finas Kleid. Und nachdem ja jetzt die Biesen schon an Vorder- und Rückteil angenäht sind, geht es heute mit dem Kragen weiter und mit den Belägen. Genau, da gibt es beim Beleg zwei verschiedene Varianten, die zeige ich dir natürlich auch ganz genau. Viel Spaß beim Video! Los geht es mit dem sichtbaren Beleg, der mit Stehkragen genäht wird. Und das ist die Variante, die du auch gerade gesehen hast vorne. Und hier habe ich nochmal ein anderes Designbeispiel dafür. Also das ist die Variante, wo der Beleg eben auf die Außenseite kommt und einfach nochmal ein bisschen betont wird. Genäht wird das Ganze folgendermaßen. Als allererstes verstärkst du den Beleg mit der Bügeleinlage. Und legst dann den Beleg mit der rechten Seite auf die linke Seite des Vorderteils. Und zwar schön mittig. Und es muss alles gut und sauber platziert sein. Dann wird jetzt alles festgesteckt und wir starten mit dem Nähen. Ich habe hier dann den Beleg nochmal nachgezeichnet. Also der Beleg ist jetzt festgesteckt und auf der Einlage nehme ich mir nochmal das Schnittteil vom Beleg und zeichne die Innenseite nochmal nach, sodass die Kontur dann übertragen ist. Und genau entlang dieser Linie wird der Beleg jetzt festgenäht. Ich zoome das Ganze noch mal ein bisschen ein. Hier ist er nämlich schon angenäht. Also einmal von oben bis nach unten nähen, dann einen Stich zur Seite machen und dann auf der anderen Seite nach oben nähen. Der V-Ausschnitt wird dann jetzt ausgeschnitten und zwar entlang der Nahtzugabe. Also nicht direkt logischerweise an der Naht abschneiden, denn genau, sonst könnte die ja beschädigt werden und du trennst alles wieder auf, sondern eben relativ eng, so 2 mm Abstand von der Naht, eben den Beleg ausschneiden. Direkt unten am V ist jetzt noch, genau dort, ein bisschen zu viel Stoff. Da kümmern wir uns gleich drum, in zwei verschiedenen Varianten. Wenn du nämlich jetzt den Beleg umdrehen würdest, also quasi auf die rechte Seite nach außen wendest, dann merkst du, dass der da unten noch so eine unschöne Falte wirft. Und so soll das natürlich zum Schluss nicht sein, sondern es soll ja entweder so ein richtig schönes V sein oder eben unten mit so einer kleinen Gerade noch drin, aber das zeige ich dir gleich. So wollen wir das nicht. Also wenn man die Kanten sauber umlegt und da unten das Ganze noch Falten wirft, dann ist eben noch etwas Stoff unten einzuschneiden. Und das geht auf zwei Varianten. Du kannst einmal jetzt einfach nach unten gerade weiter einschneiden, dann hast du ein richtig schönes V. Oder du machst das hier wie in meiner Anleitung und machst unten einen kleinen Schrägstrich rein, dann kriegst du zwar auch ein V, hast aber unten ja eben auch so eine kleine gerade Linie noch drin. Ne? Probier das einfach mal aus, die Varianten sehen beide schön aus. Ich habe jetzt hier einfach nur geradeaus weiter runtergeschnitten und ja, wollte halt so ein richtig schönes, ausgeprägtes V haben. So, jetzt müssen die Kanten richtig gebügelt werden, damit der Beleg vorne richtig schön drauf liegt. Und nun kommt der Vorteil dieser etwas kleiner zugeschnittenen Bügeleinlage zum Tragen. Du kannst nämlich an der Kante jetzt den Stoff vom Beleg richtig schön nach innen umklappen und bekommst eine richtige, schöne, gerade Kante, die eben nachher auch richtig einfach abgesteppt werden kann. Genau, also du schlägst jetzt den Stoff nach innen um und dann natürlich das Bügeln nicht vergessen. Hier kannst du jetzt auch noch mal gucken,
Ja, dass wirklich alles auch gerade ist und symmetrisch. Also da kann man auch super noch mal ein bisschen nachjustieren und eben dann alles feststecken und den Beleg annähen. Ich nehme dazu ja immer gern den Bindstichfuß. Ne? Denk an mein letztes Video vom Wiesennähen. Und mit dem kann ich an der Kante wieder schön lang fahren und dann eben so im 1 mm Versatz oder anderthalb, 2 mm den Beleg eben schön festnähen. Genau, dann gibt es die Variante verdeckter Beleg mit Stehkragen. Und die Variante ist auch schön, dann verschwindet der Beleg auf der Innenseite. Genau, das ist in der Anleitung hier die Variante. Der Beleg wird natürlich auch wieder verstärkt, wird aber auf die rechte Seite des Stoffes, des Vorderteils aufgelegt, also rechts auf rechts, und wird dann wieder genauso festgenäht wie eben auch in dem Beispiel. Danach wird der Beleg nach innen umgeklappt und befindet sich dann verdeckt auf der Innenseite. Also vom Grunde her ist der Ablauf genau derselbe wie bei der anderen Variante, nur dass du eben den Beleg rechts auf rechts auf das Vorderteil auflegst und das V nähst, einschneidest, nach innen umklappst und dann der Beleg sich auf der Innenseite befindet. Weiter geht es mit dem Stehkragen. Und der Stehkragen besteht ja aus zwei Zuschnitten. Ein Zuschnitt wird mit Einlage verstärkt. Und wir fangen jetzt an mit dem Zuschnitt, der nicht verstärkt ist. Und der wird an den Ausschnitt einmal außenrum geheftet. Und wichtig ist hierbei, dass dieser 1 cm Nahtzugabe da vorne am Ausschnitt übersteht. Also nicht Spitze auf Spitze, sondern der Zentimeter, der muss da vorne überstehen, weil wir den zum Nähen nachher brauchen. Jetzt wird alles einmal ordentlich am Ausschnitt festgeheftet. Ich zoome das auch gleich nochmal raus, dann siehst du das ein bisschen besser. Genau. Und da wirklich auch aufpassen, dass alles schön gründlich ist und dass sich da nicht irgendwo eine Falte einschummelt, denn sonst sieht das am Kragen nachher nicht schön aus. Logisch. Genau. Ganz wichtig ist natürlich, dass auf der anderen Seite dann auch vorne dieser 1 cm Spitze übersteht. Und an der Stelle kannst du auch gern den Stehkragen mit etwas mehr Nahtzugabe zuschneiden. Also direkt da vorne an der Rundung, weil also ich nehme auch manchmal gerne 1,5 oder 2 cm. Zurückschneiden kann man später immer noch und so hat man ein bisschen mehr Puffer beim Nähen. Jetzt wird der Kragen, das erste Kragenstück, einmal angenäht. Das Ganze sieht dann so aus und nun geht es weiter mit dem zweiten Kragenstück, also mit dem, was mit Bügeleinlage verstärkt ist. Und genau, hier nochmal vorne ein Blick drauf. Da muss die Nahtzugabe auf jeden Fall überstehen. Jetzt wird das zweite Kragenstück rechts auf rechts auf das angenähte gelegt und wieder ringsum festgesteckt. Schön, ich nehme da auch wirklich immer Stecknadeln zu. Also, ne, man muss natürlich ein bisschen aufpassen bei dem Stoff. Guck bitte vorher nach, ob die Stecknadeln vielleicht Löcher im Stoff machen. Dann kann man das natürlich auch mit Clips machen. Aber an der Stelle schwöre ich sonst auf Stecknadeln, weil sie einfach dünner sind und ja auch präzise halten. Und wenn alles festgesteckt ist, dann wird der Kragen da jetzt einmal außenrum oben lang an der Rundung festgenäht. Genau, an der Seite. Und dabei ist wichtig, dass du eben jetzt genau da lang nähst, ne, wo dann auch vorne der Ausschnitt zu Ende ist. So soll das Ganze aussehen. Genau, und da sind dann eben die beiden zusammengenähten Kragenteile. Genau, wenn das Ganze nämlich dann gewendet wird, hast du da vorne an der Stelle einen richtig schönen sauberen Abschluss. Genau.
So, wenn du dir jetzt die Rundung oben anguckst, dann sieht die meist nicht ganz so hübsch aus, weil da oben ganz viel Stoff übereinander liegt und sie sich da nicht so schön ausformt. Und da gibt es jetzt folgende Varianten. Einmal einschneiden des Stoffes, also immer so entlang der Rundung da oben. Dann kann beim Wenden nachher sich der Stoff so übereinander legen. Und du kannst natürlich da auch die Nahtzugabe noch zurückschneiden, wenn das dann immer noch zu viel Stoff ist. So auf 2-3 mm wieder. Und dann legt sich beim Umkrempeln und beim Wenden eben alles schön übereinander. Und das sieht richtig gut aus. Genau, so schaut das dann aus. Jetzt einmal den kompletten Kragen wenden, sodass er jetzt links auf links liegt, und die Kante oben einmal bügeln, damit das dann so ist und die beiden Kragenteile ja schon mal gut aufeinander liegen und die Kante oben schön und sauber ist und alles gut aussieht. Wenn das passiert ist, können wir jetzt das innere Kragenstück festnähen. Und das geht folgendermaßen. Du nimmst dir jetzt das Kleid, legst es vor dir hin und packst die Nahtzugaben des äußeren Kragenstücks auch in Richtung des Kragenstücks und legst das innere Kragenstück einmal oben rüber. Und jetzt kommt wieder diese super Kante da zum Einsatz. Du klappst jetzt die Nahtzugabe direkt an dieser Einlagenkante einmal um. Wenn du möchtest und der Stoff etwas störriger ist, dann kannst du das auch vorher bügeln, also dass diese Kante am inneren Kragenstück eben schon mal fertig ausgeformt ist. Bei der Baumwolle hier ging das, die war ein bisschen weicher, also ich konnte das jetzt alles in einem Arbeitsschritt machen. Also wichtig ist, dass die Nahtzugabe umgeklappt wird, alles da aufeinander gelegt wird und eben jetzt schön festgesteckt wird. Und das sieht auch richtig gut aus. Und um das alles jetzt zu fixieren, kannst du wieder zu dem allseits beliebten Blindstichfuß gehen, zum Beispiel. Aber das funktioniert auch mit jedem anderen Fuß. Dann eben einmal sauber außenrum den Kragen komplett annähen. Und hier auch, also nochmal so ein kleiner Styling-Tipp von mir, ne? So diese Kontrastnähte. Die sehen jetzt nicht nur für die Anleitung toll aus, sondern auch wirklich beim Tragen. Und es ist auch richtig ein schöner Hingucker, wenn man das innere Kragenteil einfach auch noch in einem Kontraststoff näht. Und ja, das ist dann so ein kleiner Hingucker, der blitzt dann raus, wenn man das gute Stück trägt. Genau. Und das ist schon mal hier die Variante Nummer 1. Also einmal der Beleg und dann ein Stehkragen dran. Die nächste Variante ist der verdeckte Beleg ohne Stehkragen. Und das ist so ein bisschen die Quick and Easy Variante, die trotzdem schön aussieht. Die sieht so aus. Genau, und dafür nimmst du diese Teile. Das heißt, das lange Stück da vorne, das ist der vordere Beleg links und das kleine Stück, das ist der hintere Beleg. Und die kannst können beide natürlich auch wieder verstärkt werden, auch mit Einlage. Und im Grunde genommen ist das Annähen, ich glaube, jetzt schon selbsterklärend. Du legst die zwei Teile rechts aufeinander und nähst sie als allererstes zusammen. Genau. Natürlich sollte der Beleg dann auch einmal außenrum versäubert werden. Das habe ich jetzt hier in dem Beispiel noch nicht gemacht. Aber an der Stelle jetzt, wenn beides zusammengenäht ist, dann wird einmal außenrum der ganze Beleg versäubert. Denn da wird ja nichts weiter umgeklappt, sondern der bleibt ja dann innen so auf der Innenseite des Kleides liegen. Genau, wenn das Ganze dann versäubert ist, dann wird er dort an das Kleid angenäht. Du bist jetzt hier bei dem Schritt, wo du Vorderteil und Rückenteil zusammengenäht hast, an den Schultern. Und nun wird das Ganze dann aufgeklappt, wenn es zusammengenäht ist. Und der Beleg wird dann an den Ausschnitt geheftet. So, jetzt bitte nicht wundern, das ist ja die Variante, die wir jetzt quasi gerade eben genäht haben. Also da ist jetzt noch kein Beleg außen dran, sondern du hast jetzt wirklich nur Vorder- und Rückteil, jeweils die Biesen eingenäht und eben auch zusammengenäht.
Das Ganze wird dann aufgeklappt und da ist dann auch noch nicht das V ausgeschnitten. Kann man machen, muss man aber nicht. Und du legst jetzt alles wieder auseinander, sodass dich die rechte Seite des Kleides anguckt. Und nun wird an den Ausschnitt außenrum der Beleg angesteckt. Wenn du das V vorher ausschneiden möchtest, dann bitte mit Nahtzugabe. Und ansonsten kannst du auch einfach nur den Ausschnitt erstmal so kreisrund ausschneiden, wie er eben jetzt hier an dem Beleg auch ist, ne? So, jetzt wird der Beleg festgesteckt, die Nähte übereinander und dann natürlich auch vorne dieses, der V-Ausschnitt. Und der muss gut platziert sein und sollte dann am Ende auch symmetrisch da dran liegen. Es ist jetzt hier bei mir ein bisschen verrutscht, aber lass dich daran nicht stören. Der wird jetzt festgenäht und dann hast du ihn im Prinzip rechts auf rechts so an den Ausschnitt angenäht und nun wird einfach wie vorhin das V festgenäht. Also wieder den Beleg aufnähen, die Innenkontur nachzeichnen, an dieser Kontur lang nähen, dann das V eben ausschneiden und unten das Reststück wieder ganz bisschen einschneiden und dann ist auch schon fertig. Das war's dann auch für heute und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es um die Taschen und die Ärmel geht. Tschüss!